Guten Tag und herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play von Age of Wonders 4. Jetzt zum Primal Fury DLC machen wir das Ganze mal. Vielen Dank auch für die ganzen Leute, die gewählt haben. Es waren zwar in Anführungszeichen nur 23, aber ich glaube, das sollte man trotzdem nochmal hervorheben. Ich bin ja ein winziger Kanal, oder mein Kanal ist winzig. Und deswegen bedanke ich mich umso mehr für die paar Leute, die da mitgemacht haben. Denn das ist auch nicht selbstverständlich in meinen Augen. Ja, wir werden das folgendermaßen machen. Ich werde jetzt immer so ein bisschen was zeigen, was wir an Setups haben. Wir werden natürlich die neue Insel-Map benutzen. Ich hoffe mal, dass uns das nicht irgendwie nachher ärgern wird. Und das heißt Sturmkraus. Wir haben also Inseln als Gebiet, weil das fand ich schon mal nicht so gut. Immer gucken wir, wie es jetzt läuft. Kleinere Landmassen, ne, von Meer getrennt. Ergibt ja Sinn. Dann haben wir das neue urtümliche Zwist. Nimu, oh Gott, Nimue und Serena, glaube ich, haben beide mächtige Naturfähigkeiten und befinden sich im Krieg. Mehr ist da erstmal nicht dabei. Kriegt da keinen besonderen Sieg oder sowas durch. Wir kämpfen sich einfach alles. Ist aber vielleicht ganz interessant. Wir werden mit den beiden spielen und vielleicht noch einen vierten, eine vierte Partei. Und das reicht mir dann. Also mehr als vier werde ich definitiv nicht machen. Ich glaube sogar schon drei wäre eigentlich schon genug. Dann haben wir ein friedliches Gebiet. Das kennt man ja schon mittlerweile. Feen, Wesen, Pflanzen, Tiere sind häufiger. Überwuchertes Reich, mehr Wald vorhanden, Ödland nicht vorhanden und die Wüsten selten. Dann geringe Bevölkerung spiele ich tatsächlich auch super mit. Weniger freie Städte, damit es nicht zu viel Städte auf der Map gibt. Und auch neu ist die feindselige See. Die sind von Meeresstürmen betroffen, die Ozeanprovinzen. Und ist mit vielem nicht kombinierbar. Ist, glaube ich, ganz nett. Kann man einfach mal spielen, auf jeden Fall so stehen lassen. Gerade zum DLC. Ich habe auch schon mal in meinem Imperium, das wollte ich auch noch ganz kurz zeigen, bevor ich dann zur Charaktergestaltung übergehe, schon mal ein paar Sachen freigeschaltet. Und zwar druidischen Terraformer. Gucken wir uns gleich einfach mal zusammen an. Was kann das nämlich? Städte erhalten plus 20% Nahrung, wenn die Kernprovinz der Stadt Grasland oder Pilzfelder enthält. Plus 20%, wenn die Kernprovinz der Stadt Waldfels oder Berge enthält. Wenn die Kernprovinz der Stadt, also Kernprovinz wird wahrscheinlich die Stadt, wo also das Teil sein, wo die Stadt gegründet worden ist, würde ich jetzt mal behaupten. Sonst wäre es ein bisschen zu extrem, glaube ich. Und Terraform-Zauber kosten weniger Mana und weniger Zauberpunkte. Und Elementareinheiten sind günstiger. Eigentlich ganz cool. Ich bin mir nicht sicher, der Sturmbringer ist aber, glaube ich, kein Elementar. Da könnte man aber tatsächlich was ganz Nettes mitmachen. Wir würden auch am Anfang eine Elementareinheit kriegen. Eigentlich hätte ich auch cool als Showcase das mitzunehmen. Wobei ich schon ein bisschen die Strategie mir überlegt hatte. Auch vielleicht nehmen wir einfach mal mit, um das mal auszuprobieren. Gerade mit Elementareinheiten könnte man vielleicht was gebacken kriegen. Mal schauen. Dann habe ich noch so ein paar Reittiere freigeschaltet. Da ich eher auf Nager gehen will, wird das wahrscheinlich weniger relevant sein. Aber gut, lassen wir das erstmal. Jetzt wisst ihr Bescheid. Das sind unsere Startdinger. Ich bearbeite jetzt meine Fraktion und dann haue ich euch wieder rein. Vielleicht nur ganz kurz zu den Einstellungen, die wir sonst noch haben. Ich bin natürlich auch brutal. Ich werde aber keinen Vorteil für die da lassen. Das heißt brutal light in Anführungszeichen. Ich habe auch den Mod installiert, dass das die Schwierigkeit besser curvt. Das heißt, sie greifen sich besser an. Sind aber nicht ganz so, dass sie 20, 30 Stacks haben. Das mache ich zu meiner eigenen mentalen Stabilität. Damit ich hier nicht wieder 40 Stack kämpfen muss. Vor allem, wenn ihr das wirklich ungeschnitten haben wollt, wie ihr gewählt habt. Werdet ihr sonst irgendwann beim 30. Part, glaube ich, sagen, nope. Das mache ich nicht mehr mit. Deswegen lassen wir das so. Dass die spielen sehr schlau oder sehr viel schlauer, aber haben halt nicht unendlich Stacks. Also sie müssen auch so ein bisschen Unterhalt bezahlen. Den genauen Modnamen kann ich vielleicht nochmal in die Beschreibung schreiben. Ich habe sonst fast alle Mods ausgemacht. Ich habe noch einen an. Da kommen wir auch zu. Und zwar die 8 Traits bei unseren Formen, damit die Formen einfach noch einzigartiger sind. Und das ist mir schon recht wichtig. Sonst deaktiviere ich alle Siege. Ich will keinen Sieg haben. Seals haben wir auch raus. Expansionssieg, Magiesieg. Wir spielen einfach nur auf Ausschalten der anderen KI und machen schwere Startbedingungen, aber normale Weltgefahr. Auch da ist manchmal das Rennen etwas sehr hart. Aber können wir eigentlich auch hoch machen. Eigentlich egal. Machen wir hoch. Wird natürlich dann brutal sein. Aber ja, werden wir schon irgendwie hinkriegen, damit wir dann das nicht zu einfach machen. Und unsere Herausforderung ist halt, die beiden, die ja wesentlich mehr Startfähigkeiten haben als wir, dann zu besiegen. Ansonsten lassen wir einfach Mittel. Klassisch schon, wie gesagt, wir sind der einzige Spieler zusätzlich zu den beiden KIs. Dann haben wir eine schöne kleine Map, nicht zu viel Gedöns drumherum. Und schauen mal, ob wir die dann gebacken kriegen. Die befinden sich im Krieg, das heißt, sollte eigentlich eine recht entspannte Runde werden. Einfach um das DLC mal zu zeigen und da halt voranzugehen. Oh, und dann geht es jetzt mal zur Charaktererstellung. Ja, ich will ja auf jeden Fall die Ziegenwesen benutzen, einfach weil ich die ganz nett finde. Ne? Formen sind ja eigentlich relativ egal, sonst würde ich immer Zwerg nehmen. Aber nehmen wir jetzt mal Ziegenwesen, um das auch nochmal zu showcasen. Dann nehme ich Stark, weil wir wollen ja vor allen Dingen auf diese Stormborn gehen. Ich weiß nicht, wie sie auf Deutsch heißt, werden wir gleich herausfinden.
Wenn wir ein bisschen mehr HP mitnehmen, ja, und weil wir halt müssen, nehmen wir Elefantenreittiere. Eigentlich, sobald ihr die Naga-Form habt, braucht ihr keine Reittiere mehr. Deswegen ist das so ein bisschen nutzlos, sobald wir unsere Einheiten zu Naga umgeformt haben. Aber einfach, um es gemacht zu haben. Ich kann auch keine Krokodile nehmen. Ich glaube, das hätte ich auch freischalten müssen. Habe ich nicht ganz so drauf geachtet. Ich habe momentan nur Mammuts und Elefanten. Und weil wir in das Aschenland gehen wollen, werden wir halt nicht die Mammuts sehen. Passt irgendwie nicht thematisch. Wir nehmen den Elefantenreiter und haben noch ein bisschen mehr Verteidigung. Also einfach so ein bisschen unsere Einheiten beefy machen. Wir werden auf jeden Fall auf diese, wie gesagt, Sturmbringer-Einheit gehen. Genau, so heißt sie wahrscheinlich auf Deutsch. Und werden die richtig schön beefy machen, dass die so richtig schön da abkassiert. Ich habe ja gesagt, ich glaube, dass diese Einheit sehr hohes Potenzial hat. Deswegen nehmen wir das. Ihr merkt auch hier, das ist der zweite Mod. Ich habe 8 Punkte für jede Form. Würde ich euch allen empfehlen, nehmt diesen Mod. Das macht einfach mehr Spaß. Dann könnt ihr eure Fraktion wirklich spezialisieren. Weil das mit den 4-5 Punkten nicht so toll ist. Ne? Da hätten wir nicht so viel Variation. Ich gucke auch, dass die KI hat ja eh krasse Fähigkeit. Ich hoffe, dass die auch einigermaßen gute Formen haben oder Trades haben, damit es balanciert ist. Aber es ist noch immer ein Fantasy-Spiel, wollen wir nicht zu sehr übertreiben. Ich empfehle es auf jeden Fall, weil es halt Spaß macht. Gerade der Elefant ist dann auch nicht so schlimm. Der wird uns ja eh rausfallen, sobald wir ins weitere Spiel kommen. Von daher sollte es okay sein. Und dann werden wir hier die urtümliche Kultur natürlich nehmen. Ihr seht hier die Elefanten schon mal schön hinten drin. Und wir werden auf die Aschensäbelzähne oder den Aschensäbelzahn gehen. Es gibt uns einmal Chaos-Affinität. Mir ist aber eher wichtiger, was wir da kriegen. Wir beginnen im Aschenland schon wieder, ja. Und wir können da Farmen bauen, was eine ganz coole Sache ist. Und Aschenland, wo finden sind bevorzugtes Gelände. Und wir kriegen +3 Gold. Wenn wir jetzt sagen würden, okay, wir wollen das, also wäre auch eine Überlegung. Wir wollen das jetzt sehr, weiß nicht, sehr, sehr eskalierend machen in meinen Augen, würde ich, glaube ich, eher auf die Tunnelspinne gehen, weil Pilzwald-Provinzen alle von diesen Pilzwald-Provinzen +2 Forschung geben, was auch, glaube ich, ziemlich cool sein kann. Wäre natürlich thematisch dann in Natur, würde auch durchaus passen. Wären die Reittiere wieder, naja, nicht so geil, sehr gut, aber schon irgendwie passen. Wäre tatsächlich vielleicht sogar die bessere Überlegung, weil wir hier halt nur Gold kriegen. Ich meine, Gold ist natürlich, ihr wisst ja, wichtig wie sonst was. Aber ich finde diese Tunnelspinne natürlich cooler wegen dem Wissen. 2 Wissen für jede Pilzwald-Provinz kann schon massiven Vorteil bringen, wenn der Untergrund gescheit ist. Was natürlich wieder so ein bisschen die Frage ist. Aber ich habe mich umentschieden. Nehmen wir die Tunnelspinne. Wir werden auch nachher auf Chaos gehen müssen. Von daher wäre das dahingehend auch nicht schlecht. Aber ja, ist okay. Dann haben wir hier Segen der Tunnelspinne. Dadurch können wir diese stapelbare Fähigkeit jetzt benutzen. Und dann erhalten wir +3 Verderbnisschaden Lebensraub, wenn wir 5 Stapel haben. Das kann natürlich auch ziemlich cool für unsere Sturmgeborenen sein. Von daher nicht schlecht. Und das bei jedem Angriff. Das heißt, wir müssen erstmal 5 sammeln. Wenn wir diese 5 haben, dann kriegen wir halt diesen Bonus. Und wir kriegen, wie gesagt, das Wissen. Ich glaube, das, also behaupte ich es einfach mal, ist schon ziemlich cool. Ich meine, hier kriegen wir 3 Gold, was auch ziemlich cool ist. Aber ich glaube, wir nehmen Tunnelspinne. Das passt ganz gut. Dann sind unsere Elefanten halt Tunnelelefanten. Das ist vollkommen in Ordnung. Und jetzt muss ich mal überlegen, was ich bei den sozialen Trades mache. Ja, machen wir es, glaube ich, relativ wenig spektakulär. Wir nehmen druidische Terraformer halt, weil wir mal ausprobieren wollen, wie sich das so spielt. Mit Elementareinheit anfangen. Einheitenversorgung für Elementareinheiten ist auch geringer. Passt nicht ganz so gut, bis wir ganz, ganz, ganz spät im Spiel tatsächlich unsere Einheiten alle zu Elementaren machen. Aber kann uns halt vielleicht irgendwie so ein bisschen Vorteil bringen. Ist egal, wir probieren es auf jeden Fall erstmal aus. Und dann würde ich einfach Runenschmiede dazu nehmen. Einfach aus dem ganz einfachen Grund, wir kriegen noch eine Einheit dazu, wenn wir auf hoher Weltgefahr spielen. Brauchen wir auf jeden Fall ordentliche Einheiten. Die kriegen wir dann nochmal dazu. Und wichtig ist halt unsere Einheitenverzauberung, worauf ich massiv gehen will. Ich will nicht wieder so versagen wie beim letzten Let's Play. Könnt ihr euch ja gerne mal anschauen mit so ein bisschen verrückten Roleplay dabei. Aber auf jeden Fall, damit wir hier auch möglichst viele Verzauberungen auf unsere Plänkler-Einheiten, denn unsere Sturmgeborenen und die, wie heißen sie noch, die ersten, diese Feen, die haben, sind beides Plänkler. Das heißt, wir werden natürlich beides von diesen Sachen buffen. Und das wird dann unser Fokus sein. Ja, und dann kriegen wir nicht auch noch Schild- und Stangenwaffeneinheiten. Das heißt, wenn das nicht so ganz klappt, können wir unsere T3-Einheit nehmen. Die ja auch eine Stangenwaffeneinheit ist, auch sich ganz cool anhört. Aber ich denke mal, dass unser Sturmbringer da schon reichen wird. Nur bis wir den haben, vergeht halt natürlich auch ein bisschen Zeit. Aber dadurch wird halt alles günstiger, weniger Wissen. Da können wir mit unserer Spinne hoffentlich wieder snowballen. Von daher sollte das am besten passen. Alles andere fände ich jetzt nicht so passend, außer alte Weise. Aber dafür müssten wir halt die druidischen Terraformen aufgeben. Was ich jetzt nicht unbedingt will. Brutal ist natürlich durch den Wolf-Patch oder das Wolf-Update wurden die Leutonen, also die Pfeile, die Sucherpfeile hießen sie vorher, leider genervt. Das heißt, die Fernkampfangriffe kriegen nicht einfach eine Reichweite. Finde ich irgendwie
A, wieder schwierig, ist aber einfach so, das heißt, ihr macht jetzt einfach nur 10% mehr Schaden gegen magischen Ursprungs. Ja, ist okay. Und einen positiven Statuseffekt vom Ziel entfernen, ja. Also ist mittlerweile dann tatsächlich nicht mehr so gut, dieses Buch einfach, muss ich ganz offen sagen. Wichtig ist, wir brauchen auf jeden Fall Bücher, die uns für am besten Nah- und Fernkampf jeweils einen Buff geben. Und da wären wir natürlich hier auch in der Richtung. Ansonsten wäre die Möglichkeit, natürlich auf Buch der Pyromantie zu gehen. Da haben wir sengende Klingen und feurige Pfeile. Beides ziemlich cool, weil wir auch Brennen hinzufügen können. Dann haben wir Pyromantie. Die weiße Hexe würde uns relativ am Popo vorbeigehen, aber wir könnten die Frostklingen und wir könnten die Frostpfeile benutzen. Dann wäre es vielleicht doch wieder die Idee, auf Mammut zu gehen. Egal. Ansonsten ist eigentlich relativ alles egal. Wir wollen im zweiten Buch natürlich auch das besondere Buch gehen, also zweiten Level der Bücher. Da wollen wir das neue Buch ausbilden. Dann wäre noch Buch der Wurzeln möglich. Dann hätten wir aber zu viel Natur in meinen Augen. Und das wäre mir zu wenig dann im Endeffekt. Wichtig ist, warum die zwei Sachen hier immer Giftpfeile wirken halt auf Plänkler-Einheiten genauso wie die Klingen. Die Klingen würden den Nahkampfangriff verzaubern und hier den Fernkampfangriff. Dadurch würden wir halt zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Kräuterladen ist sehr cool. Da müsst ihr auch mal drauf achten, ne, weil wir wollen ja Wald und gut, wir haben wahrscheinlich keinen Walduntergrund. Wir sind ja schlachten ja im Untergrund durch die Spinne. Und deswegen werden wir wahrscheinlich nicht im Wald schlachten. Pilzland zählt da, glaube ich, nicht zu. Ja. Ansonsten, das Buch ist auch sehr cool, kann man nur empfehlen. Sonst muss ich mal schauen, was nehmen wir denn da? Überlege nochmal kurz. Ah, und zwar habe ich mich für das Buch der Alchemie entschieden. Und zwar nicht wegen den Buffs, sondern wir sind ja jetzt mit der Spinne unterwegs, mit Forschung. Und wir kriegen da die Materialraffinerie, ganz cool, die einfach mal 5 Wissen und 5 Gold gibt. Wenn wir Glück haben, mit ein bisschen Material kriegen wir sogar 10 oder 15 Wissen. Und wir kriegen das Alchemistenlabor, was einfach genial ist, weil ihr einfach 10 Wissen bekommt. Und für jede einzigartige Provinzverbesserung, das heißt, jede Verbesserung, die nicht irgendwie doppelt ist, kriegen wir nochmal 3 dazu. Da können wir massiv viel Wissen stacken. Quälerin ist auch ganz cool als erste Einheit, so die uns ein bisschen über Wasser halten kann. Und dann würden wir danach auf Pyromantie und Kryomantie gehen. Und wir werden nicht auf übrigens Nekromantie gehen. Das schaffen wir einfach nicht in dem Let's Play auch noch unterzubringen. Da müsste man eigentlich ein zweites dann nochmal machen. Könnt ihr nochmal, wenn ich merke, dass das hier total geklickt wird und alle lieben es, Leute, dann mache ich euch auch gerne ein zweites. Das ist kein Problem. Die Erfahrung sagt mir natürlich, es wird alles anders. Aber wie gesagt, sonst mache ich das privat oder ich mache es auch gerne mal für euch. Könnt ihr einfach mal Feedback geben, damit ihr selber wisst, wie spielt sich das denn eigentlich jetzt, diese neue Nekromantie? Passt aber jetzt nicht da rein, wenn wir jetzt beides machen, finde ich. Deswegen werden wir erstmal diesen Plan verfolgen, Forschung zu gehen und dann voll auf Sturmbringer. Und ich möchte nicht als Untoten haben, dann lieber als Elementar später. Dann haben wir nämlich jetzt Materium schon dabei und Natur, genau das, was wir brauchen. Einzig, was uns fehlt, ist dann noch Chaos. Kriegen wir nicht durch die Bücher, da kriegen wir nur Astral dazu. Also diese neuen Bücher, können wir hier nochmal gucken, sind ja tatsächlich Astral und... Ich schaue mal gerade hier, einmal zurück. Astral und Natur. Hier sind ja beide auch das T4 Buch. Wo ist es? Wo ist es da? Wo des Sturmreiters auch Natur und Astral heißt. Da kriegen wir kein Chaos. Müssen wir jetzt nochmal schauen. Ich meine, durch Pyromantie kriegen wir es wieder. Von daher sollte die Idee jetzt eigentlich, die ich habe, passen, damit das auch anständig wirkt. Ja. Deswegen, Nekromantie passt da halt einfach nicht so rein. Naja. Schauen wir mal. Ich würde das jetzt einmal probieren, danach auf Pyromantie gehen, dann können wir auch diese Elementare beschwören, notfalls, um uns vielleicht ein bisschen nochmal Vorteil zu verschaffen. Wie gesagt, wir gehen dann voll auf Forschung, hoffen, dass wir die Quälerin so ein bisschen als unsere erste Einheit benutzen können, um damit ein bisschen voranzugehen. Sollte ja auch diese stärkere Schaden kriegen durch unsere Einheit und dann sollte das ganz gut wirken. Ja, bei der nächsten Entscheidung denke ich mir, wir nehmen Zauberkönig. Ich würde eigentlich immer zum Drachenfürsten tendieren, weil er einfach am besten ist, klar. 30 Gold ist halt schon krass, aber er ist halt einfach das Stärkste. Ich habe nämlich jetzt auch die besseren Gegenstände, also diese besonderen Gegenstände ausgestellt, damit es halt möglichst Vanilla ist, außer die zwei Additionen, die ich eben genannt habe. Und nehmen wir einfach hier, weil mehr Mana ist gut, mehr Zauberpunkte ist gut. Ja, da hätten sie auch nochmal ein neues einfügen können oder den Champion mal buffen können, aber gut, das ist ja etwas, das sagen wir schon häufiger. Haben wir natürlich auch wieder alle möglichen Sachen, die wir als Vorteil hätten. Wir würden natürlich dann auch, wenn wir schon Magierkönig machen, auch mal auf Magier spielen. Ich glaube, das hatten wir doch. Wir hatten das tatsächlich mal bei dem ganz alten Let's Play. Ja, ist eigentlich relativ egal, was wir da nehmen. Kann ich mir auch noch mal kurz überlegen. Eigentlich ist Blitzkugel tatsächlich das Beste, weil ihr dann das Heldenreittier halt nicht bekommt. So kriege ich halt meinen Elefanten dazu. Ich glaube, den kriege ich nämlich, wenn ich jetzt diese Sachen nehme, wo das nicht steht. Bin ich mir auch nicht ganz sicher mehr, ehrlich gesagt, weil ich da auch nicht so drauf achte. Nicht, meine ich, aber... Es ist wichtig, halt keinen zwei Hände auf jeden Fall zu nehmen. Das ist definitiv so. Ich überlege mal kurz. Ja, ich bleibe einfach bei der Blitzkugel. Ich glaube, das passt schon ganz gut. Wir werden ja hoffentlich möglichst schnell eine andere Waffe finden können. Notfalls halt schmieden.
Und so sieht dann unser Kamerad hier aus. Und unser Volk sieht so aus, sodass wir ein so richtig schönes Unterwelt-Ziegenvolk haben. Relativ urtümlich. Deswegen auch so ein bisschen spärlich bekleidet. Aber natürlich mit seinem Gordier-Schein, das ist ja klar. Also dem Gordier-Diadem, sage ich mal. Und dann können wir uns noch einen coolen Namen ausdenken. Ah, ich bin nicht kreativ. Egal. Herr des Wissens, Halima, Gezeitenweber. Unser Volk heißt Schicksalsweber. Und die Hauptstadt ist Netz des Wissens. Ne? Wir wollen ja auf dieses Wissen gehen. Natürlich verstecken wir da jetzt darin, dass wir uns nachher so Nager umwandeln und möglichst allen auf die Mütze gehen mit unserem Sturmgeborenen. Aber das soll uns erstmal egal sein. Ja, und die Fraktionsgeschichte werde ich jetzt nicht erstmal umändern. So auf jeden Fall sieht unser Kamerad aus. Und dann können wir einfach mal reinschauen. Denn ihr wollt ja, wie gesagt, ungeschnitten. Dann fangen wir jetzt an. Die Parts werden so ungefähr eine Stunde. Wahrscheinlich wird das erstmal kürzer hier sein, weil ich einfach schon viel überlegt habe. Das heißt, für mich ist jetzt schon, sind schon 35 Minuten vorbei. Für euch wahrscheinlich wesentlich weniger. Da ich aber auch heute noch irgendwie mal ein Part hochbringen will, ja, werden wir so um den Dreh in 25 Minuten dann den ersten Part beenden. Ja, wir sind, wie gesagt, urtümlich. Wir haben Bauwerke mit Nahrungseinnahmen. Wir können Provinzen ändern, bevorzugen Gelände des Urtis, also Pilzfarm hoffentlich gut anlegen, damit wir schön viel Wissen sammeln können, weil uns ja jede zwei gibt. Wir können Farmen bauen auf Höhlengelände, das ist ja auch mit der Adoption normalerweise so. Wir können die ursprüngliche Spinne beschwören. Wir haben die Höhlenwanderung, was ganz cool ist, und eben den Segen, den wir ja schon besprochen haben. Druidische Terraformer und Runenschmiede. Stark abgehärtete Elefantenreiter und robust. Also ihr seht auch schon, unsere Elefanten stehen auch bereit. Dann gibt es ja auch ein paar neue Zauber. Und zwar ist das einer von den urtümlichen. Es gibt ja immer drei von jeder Kultur, mehr ja nicht. Wir haben einmal das Beschwören der Spinne. Dann haben wir hier diese Heilung. 15 temporäre Trefferpunkte. Und wenn der Zorn der Tunnelspinne aktiv ist, wird die Heilung verdoppelt. Das heißt, wenn wir diese 5 Stacks hätten, oder ich glaube sogar generell einen nur davon, dann würden wir halt tatsächlich 30 HP heilen. Ja, ganz nett. Das Quellen im Miasma ist erstmal für uns nicht wirklich relevant. Ja, und dann kennen wir natürlich das übliche Spiel. Wir haben ja zum Glück mal einen Fix gehabt beim letzten DLC, dass wir jetzt hier auch Tunnelgraben betreiben können und dass wir direkt total Strafen kriegen. Ja, das heißt, wir können jetzt hier direkt loslegen. Das ist das gleiche, als wenn ihr jetzt Untergrundadaption habt, wenn ihr die Tunnelspinne habt. Ja, die könnt ihr Adaption ja nicht mehr wählen. Wir gehen auch direkt auf die Materialraffinerie, die will ich relativ früh bauen. Ich will diesen Wissensvorsprung auf jeden Fall haben. Ja gut, die KI wird den Wissensvorsprung natürlich schon eher haben, weil die ja schon mit mächtigen Fähigkeiten ausgestattet sind. Ansonsten sehen wir in der Umgebung den Klassiker. Wir haben eine Goldader, wir haben unten ein Eisenlager. Also da ist ja leider gar nichts Neues, außer das hier, das seht ihr hier. Wir haben hier Höhle der Tunnelspinne, da kriegen wir mehr Zufriedenheit. Und ein Geistwaldtier schaltet bei Annexion den Tempel der Tunnelspinne frei. Und dann haben wir hier annektierte Provinzen mit einer Höhle der Tunnelspinne. Also hier dieses Feature halt. Die werden plus 5 Mana. Das ist ganz cool. Und wir werden zu Pilzwald ändern. Das ist auch ziemlich cool. Wäre halt cool, wenn man generell mehr Erkundungsmerkmale hätte. Aber da kommen wir dann nochmal zur Vorstellung dazu. Es gibt halt nur das hier Neues. Ist eine coole Sache. Das jetzt noch 20 Mal und ich glaube, ich wäre absolut zufrieden. Der Wirkungsradius entspricht der Stadtstufe. Okay, also der Radius ist dann so groß wie die Stadtstufe. Am Anfang, glaube ich, 2 Provinzen und dann geht das immer weiter. Und die üblichen Sachen, wir haben einen Mana-Knoten, was schon mal sehr wichtig ist, dass wir tatsächlich alle drei um uns herum haben. Wir haben sogar einen zweiten Mana-Knoten noch hier hinten. Und unsere erste Mission wäre natürlich hier das zu klatschen. 250, ach, das ist aber eigentlich recht harmlos. Wir haben ja zum Glück auch zwei Elementar- oder zwei Einheiten zu bekommen. Einmal hier diesen Blutgeist, den man gut nutzen kann, um ihn halt sterben zu lassen. Und wir haben ja wahrscheinlich hier diesen Beschützer noch bekommen. T1, auch auf dem Elefanten. Was ganz gut ist, weil jetzt hat er schon 100 HP. Das ist ziemlich gut. Kann man mit arbeiten. Und wir haben unsere urtümischen Blasrohrschützinnen. Wir haben diesen Rückzugsschuss, was ganz cool ist. Da könnt ihr halt schön 3 Felder zurückspringen, was ziemlich, ziemlich cool ist. Und ihr kriegt 2 Stapel aufsteigen und so. Und sonst haben wir einen wiederholbaren Blasrohrschuss. Der gibt keinen extra Schaden, also nur physisch. Kein Giftschaden. Wir haben ja jetzt die Spinne gewählt, das heißt, wir kriegen Giftschaden als Fokus. Ist ja ganz okay. Giftschaden sind natürlich schon, sind natürlich auch viele resistent gegen. Gerade wir haben jetzt gegen, kämpfen ja gegen 2 Naturherrscher. Das heißt, da werden wir wahrscheinlich noch auf jeden Fall anderen Schaden zustreuen müssen, damit wir da nicht untergehen. Ne? Das ist klar. Ja, das sind unsere Fernkämpfer. Eine coole, nette Fähigkeit nebenbei, aber sonst ja regulär. Ne? Nichts Dramatisches. Die Beschützer, weiß ich gar nicht, haben die irgendwas Besonderes gehabt? Ich habe nicht wirklich, glaube ich. Ja, die können sich heilen, wenn sie die Stapel Tunnel des Zorns oder Zorn der Tunnelspinne, Entschuldigung, entfernen. Und für jeden entfernten Stapel, das können ja dann 5 sein, wenn ich das richtig verstanden habe, können es bis zu 25 Heilungen sein. Ja, und aktiviert Teilverteilung. Ist nett.
Und das war es halt, ne? Schildverteidigung, sehr, sehr hohe Verteidigung halt, auch wegen Elefanten dann auch sehr hohe AP. Sollten also eigentlich ganz gut durchhalten können. Ja, was bauen wir als erstes? Als erstes geht man ja eigentlich immer auf das Lager oder in die Werkstatt. Haben wir jetzt nicht, wir haben die Schnitzerwerkstatt, aber die ist natürlich ziemlich gut, muss ich sagen. Wir haben da Einberufung, Produktion und Nahrung. 8 Produktion, krass, und 5 Nahrung und 5 Einberufung. Warum die 5 Nahrung? Ist auf jeden Fall cool. Finde ich gut. Nehmen wir direkt mit. Sehr, sehr starkes Gebäude. Jetzt würde ich natürlich gern wissen, ist jetzt diese Prozentzahl schon da drin? Multiplikatoren plus 15. Also wir haben ja jetzt, wenn ich jetzt das richtig verstehe, das ist ja unsere Kernprovinz. Weil wir haben ja diese druidischen Terraformen. Und unsere Kernprovinz weist folgende Merkmale auf. Ja? Ja, nee, will nicht so richtig zeigen. Bisschen lästig, können wir wahrscheinlich hier oben irgendwo drauf gehen. Provinz, nee. Okay, ein bisschen komisch. Ich sehe jetzt hier, gucken wir mal, ob wir irgendwo anders Multiplikatoren haben. Ja, hier haben wir plus 1. Multiplikation plus 6. Also wenn ich das nochmal richtig gucke. Und ja, das ist das Ungeschnittene. Was wir auf jeden Fall mitnehmen. Das heißt, wir müssen natürlich jetzt gucken, wie sieht das Ganze aus. Also, druidische Terraform. Kernprovinz, ja, Pilzpferde haben wir hier. Das heißt, diese Nahrung wird wahrscheinlich, diese Produktion wird wahrscheinlich der Grund sein. Und Fels könnten wir auch bei uns haben. Bin ich mir aber jetzt nicht sicher. Aber hier ist Pilzfelder Berg. Dann wird es hier wahrscheinlich durch dieses Attribut auch Fels sein. Bestimmt kann man das irgendwie nachgucken. Aber ich denke mal, dass wir deswegen halt schon mal 8 oder wie viel waren 6 Produktionen dazu kriegen. Und 15 Nahrung. Ein bisschen viel, aber ein Teil von diesem Multiplikator wird das bestimmt sein. Wäre schön, wenn man das genauer sehen könnte. Aber ich denke, dass das deswegen ist, dass wir wesentlich mehr. Guck mal, nach 2 Runden wachsen wir schon. Das ist schon ziemlich krass. Finde ich eine coole Sache. Gefällt mir der Terraformer jetzt schon ganz gut. Ja, und dann kennt das Übliche. Wir gehen natürlich jetzt kloppen. Frage ist, können wir die schon locker besiegen? Ich denke schon. Ja, jetzt bin ich hoffentlich nicht zu eingerostet. Wir bauen auch nochmal. Wir bauen nochmal einen Speer. Einfach um nochmal zu erkunden. Und dann gehen wir hier vorne hin. Und beten schon mal, dass ich nicht kämpfen muss. Das war klar. Ja, und dann geht's los mit dem ersten Kampf. Natürlich mal Vollgas. Ich quatsch da jetzt auch nicht zu viel rein, gerade bei solchen Kämpfen. Müssen wir gucken, dass das einfach nur schnell geht. Da ist jetzt nicht zu viel zu erwarten bei so einem Kampf. Das ist eher eine Positioning-Sache. Jetzt hoffe ich, ich werde auch wiederholen natürlich, falls ich mir zu viel Verluste einsammle. Gerade in der ersten Runde ist das natürlich essentiell, weil man sonst natürlich auch durchaus verlieren kann. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Wir wollen ja möglichst stark hier rausgehen. Da müsst ihr halt immer mit rechnen. Ja, das ist okay. Ah, das ist nervig. Ja, jetzt haben wir ja die Heilung, haben wir ja auch. Das heißt, jetzt können wir den ja mit dem Stacks dann voll machen. Dann sollte das ja auch ohne Probleme möglich sein, dass wir da alles lebendig rauskriegen. Überlegen, ob wir den vielleicht chargen sollten. Nur 60%, was ist denn bei dir verkehrt, Junge? Wenn es mir erstmal in einem Umkreis von 0, das ist, glaube ich, zu slow. Wir werden die zwar mit geschwächt belegt, ist ganz cool. Und betroffen. Was auch ganz nett ist, dass sie dann durch verschiedene Statuseffekte kriegen durch den Angriff. Aber ja, soll uns nicht weiter interessieren. Ich glaube, wir gehen. Ja, wir müssen jetzt erstmal die beiden beseitigen. Machen wir das doch mal erstmal. Also, was wir jetzt machen können, wäre nicht das. Wir können nicht diesen Modus angreifen, aber wir können jetzt diesen Zorn aufpumpen. Wenn ich das richtig verstehe, Zorn muss aktiv sein. Aber wir haben jetzt nicht den Zorn, sondern diesen aufsteigender Zorn. Das heißt, wir würden nur 15 heilen. Ja, leider. Aber wenn wir natürlich mitnehmen, warum nicht? Das ergibt ja schon durchaus Sinn. Kommen wir jetzt natürlich nie weg, um diese blöde Spalte anzugreifen. Ja, natürlich jetzt nervig, aber die haben jeweils nur einen Schuss. Natürlich schon Schaden, aber ist jetzt kein wiederholbarer Schuss. Obwohl die im Angriff, Nahkampfangriff natürlich noch mehr machen kann. Machen wir hier mal drauf. Ja, haben wir die schon mal weg. Wieder aus dem Konkurs auf Io rauskommen. Konkurs in Io muss man ja viel mehr aufpassen. Ja, voll. Sehr gut gemacht. Können wir direkt nochmal zurücksetzen. Ja, ich würde sagen, ich hoffe, ihr versteht, wenn ich jetzt sage, das ist jetzt trotzdem ungeschnitten, wenn ich den Kampf jetzt ohne euch kämpfe, weil sonst ist das natürlich albern. Also, sonst gibt mir da gern Feedback, aber ich denke, das ist in unserem aller Sinne, wenn ich jetzt sage, ich kämpfe den Kampf selber nochmal, damit da keine Verluste rauskommen. So. Bisschen den Wassergeist zurückgestellt, dann ging das. Und dann passt das auch. Dann haben wir direkt ein Level-Up. Würden natürlich hier diese Segen der Tunnelspinne mitnehmen. Ne? Diese Fähigkeit halt, dass wir gut Erdwandeln oder Höhlenwandeln sollte auf jeden Fall können. Er ist, glaube ich, weil er ja nicht zu unserer Kultur gehört oder unserer Fraktion gehört, natürlich noch nicht mit diesen Buffs ausgestattet. Die hauen wir den natürlich noch drauf. Und dann war es eigentlich schon mit der ersten Runde. Gucken wir, was uns jetzt diese ganzen Tunnel bringen.
Ja, nett. Mit einer großen Armee ist natürlich ein bisschen nervig, aber okay. Aber wir haben natürlich jetzt auch die neuen Quests, ne? Die Erscheinungen untersuchen, Geister des Pilzwaldes. Du hast Schicksalsweber, inbrünstige Anhänger der Tunnelspinne, in ein neues Reich geführt, weil es etwas deine Aufmerksamkeit erregt. Beate die Tunnelspinne, die dein Volk innig Tiefentox nennt. Okay. Wirklich dieses Reich, du solltest dich umgehend an der Höhle der Tunnelspinne einfinden. Also müssen wir halt wahrscheinlich diese hier hingehen, na, zur Höhle. Da ist eine irrtümliche Spinne. Die sind immer eine mythische Einheit, also die kann man nicht wirklich buffen. Aber ja gut, sind halt eine extra Einheit. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt um den Süß kriegen oder ob man da irgendwas machen muss. Als du an der Höhle der Tunnelspinne eintriffst, ist das Antlitz der Tunnelspinne, das dich dorthin gelockt hat, verschwunden. Und dennoch fühlst du dich gefesselt, als wärst du in eine unsichtbare Falle getappt. Gewinne die Gunst von Tiefendox, indem du mindestens zwei Höhlen der Tunnelspinne, also wir brauchen zwei, wir haben einen ja vor uns, und den Tempel der Tunnelspinne errichtest. Damit schenkt die Tunnelspinne dir garantiert seine Aufmerksamkeit. Ja, okay, das wäre unsere Mission, ne? Die ist jetzt verschwunden leider, aber wir haben zumindest jetzt diesen Vorteil. Da haben wir hier eine große Armee, die kriegen wir natürlich momentan absolut nicht tot. Das brauchen wir gar nicht erst zu versuchen. Gehen wir auch gar nicht darauf aus, okay, oder gar nicht darauf ein. Wir werden die weiter einfach ausgraben, weil wir hoffen, dass wir natürlich jeden schönen Shit da kriegen können, damit wir unsere Armee aufbauen können. Ja, müssen hier schon fast heilen. Das kriegen wir auf keinen Fall tun. Und müssen schon, na, leider ist ja der Untergrund noch immer nicht wirklich super gut geworden. Ich sage, wir gehen einfach bauen einfach mal hier. Weil wir werden jetzt sonst nach oben gehen müssen. Ein bisschen lästig. Kriegen auch noch gar kein Imperium dazu. Warum das denn? Ist das auch neu tatsächlich, dass man kein Imperium dazu kriegt? Krass, ich kann ja gar nicht hier meine Bevölkerung anziehen. War auch was Neues, habe ich auch tatsächlich einen Patch dann wieder überlesen. Steht wahrscheinlich in so einer kleinen Side-Note. Ja, übrigens, du kannst das nicht machen. Weil du kriegst nicht mehr am Anfang so viele Ressourcen. Ja, was bauen wir an? Wir können jetzt natürlich hier den Ruhm anbauen. Also die Stadtzufriedenheit beim Pilzfeld. Da würden wieder zwei Forschen dadurch kriegen. Wir könnten aber auch hier noch direkt auf den Forschungsposten gehen, um noch mehr Forschen zu bekommen. Was natürlich ziemlich cool wäre. Ist halt beides gut. Hier war ja das, müssen wir einen Tempel ja erstmal bauen, stimmt. Aber könnte man natürlich auch machen. Aber wir bauen ja momentan noch was anderes. Dann machen wir erstmal Forschungsposten. Und dann müssen wir einfach wirklich unser Wissen sammeln halt fokussieren können. Dann haben wir hier Fokuskristalle freigelegt. Sehr cool. Aber mit einem 640er Stack jetzt schon einen gehörnten Gott dabei. Ja, herrlich. Ich liebe die hohe Schwierigkeit. Dann haben wir hier auch Kreaturenkasten. Das ist tatsächlich nicht schlecht. Einen braunen Oger daraus. Ja, das ist natürlich richtig cool. Halleluja. Ja, den nehmen wir direkt mit. Können wir nicht danach mal hoffentlich ein paar weitere Expeditionen starten und machen einfach weiter. Ne? Wir buddeln, buddeln, buddeln. Das ist halt erstmal nichts so Spannendes. Würde ich nochmal so rausschneiden, um zu sagen, ja, das wissen wir, dass es passiert. Und dann haben wir ja unsere typische Stadt, die wahrscheinlich wieder exakt unseren Zugang blockiert. Jupp. Und das war tatsächlich dann schon mal unsere gesamte Ausbreitungsmöglichkeit. Ja, das ist leider Age of Wonders 4 auch, muss man leider sagen. Weil wir hier jetzt gar keine Möglichkeit haben, uns auszubreiten. Das heißt, wenn ich jetzt hier reingehe, käme schon die Nachricht, hey, du dringst hier einfach ein. Also das ist tatsächlich leider sehr oft, das haben sie dann immer nicht gefixt, dass wir hier jetzt einfach eine Stadt auf uns drauf haben. Das ist so dumm, sorry, und wenn ich das so sage, aber es ist wirklich so dumm, weswegen ich eigentlich Untergrund nicht mehr so gerne spiele, aber es ist natürlich jetzt mit dieser Spinne eigentlich eine ganz coole Sache, aber das ist ja so hohl, dass ich jetzt einfach meine Einheiten hier nicht mehr weiter bewegen kann. Also ohne, dass ich einen schlechten Ruf mehr erhole. Das ist schon echt bitter. Wenn jetzt hier hinten den Kampf dann kämpfen. Das ist halt... Da kann ich echt... Kann ich mich echt übergeben. Ich finde sowas total unnötig. Ist leider nicht gefixt worden. Ich hatte eigentlich gehofft, dass sie das mal auch mal gefixt hätten. Aber ist nicht der Fall. Übrigens könnte man natürlich auch den Boost nehmen mit einer Fürsterei. Werden wir langfristig auch viele Fürstereien werden wir bauen, weil wir die für einige Sachen brauchen, die später noch kommen. Also bei dem Feenwesen kriegen wir nämlich dann die Möglichkeit, das zu buffen. Ja, wir können urtümliche Spinne beschwören. Wie gesagt, Stufe 2 Spinne ist eine mythische Einheit, kann also nicht gebufft werden. Alles andere ist halt tatsächlich auch Crap, deswegen nehmen wir auf jeden Fall das hier. Warum auch nicht? Übrigens habe ich hier Remove City Ruins, ist ganz wichtig. Wenn jemand mal eine Stadt zerstört, dann kann man damit die Ruine zerstören, dann eine neue Stadt hinbauen. Ist auch ganz nett. Sonst sind die Forschungen jetzt momentan, ja, okay. Na, wir haben jetzt auch die Möglichkeit, neue Städte schneller zu gründen. Bringt uns halt gar nichts, wenn eine freie Stadt das neben uns eingenommen hat. Das heißt, wir werden wahrscheinlich diese freie Stadt töten müssen. Bitte lass mich nicht kämpfen müssen. Dankeschön. Ja, dann haben wir hier das Frostschild. Oh, okay, kann man nicht gebrauchen. Unser Held ist tatsächlich Magier. Aber vielleicht für einen zukünftigen Helden können wir das nutzen. Dann machen wir hier direkt wieder Anbau. Wann kriege ich denn Imperium dazu? Ist das verbuggt? Kann das sein? Das sind hier jetzt bitter. Da müsste ich nämlich nachher nochmal rausschneiden alles. Ja, am besten checke ich das mal schnell.
Ja, und zwar habe ich mir nochmal die Patchnotes durchgelesen. Da steht tatsächlich irgendwas mit, habe ich ganz überlesen, weil ich auch einfach nicht verstanden habe wahrscheinlich, dass das Imperium, die 40, die man bekommt, nicht mehr mit der Stadt zu tun hat, sondern einem, jetzt kommt's, Global Property. Das heißt, irgendein ja, weltumfassendes Ereignis in dem Sinne oder irgendwas. Es wird wohl jetzt gleich irgendwann kommen. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass nichts irgendwie kaputt ist oder sonst irgendwas. Und tue einfach mal so, als wenn das wie immer wirken würde. Weiß nicht, warum man darauf kommt, jetzt die Fähigkeit rauszunehmen, dass man hier schon mal was aufwerten kann oder so. Aber gut, ist anscheinend irgendwie die Entscheidung gewesen. Haben wir ja noch ein Elementar, ist ganz nett. Den können wir hier nochmal reintun, denn unser anderer Kollege hier ist ziemlich kaputt. Dann kann der was heilen gehen. Ja, das wäre das. Ja, viel mehr können wir jetzt ja nicht mehr. Wir müssen jetzt die freie Stadt entweder angreifen oder uns halt komplett bei der einschleimen. Übrigens sollte ich schon mal den Flüsterstein geben, damit wir das auch gegebenenfalls machen können. Überlegen, ob ich die jetzt angreife oder nicht. Schwierig. Dann werden wir jetzt hier unten einfach mal die Farm bauen, damit wir diese Höhle bekommen. Und können jetzt diesen Tempel bauen. Wie viel kostet der jetzt? Kommt's? Oh, das ist gar nicht teuer. Das ist okay. Tatsächlich ziemlich gut. Geben 5 Mana. Ja. Und wird alles pilzweit. Ist auch ziemlich cool. Nehmen wir mit. 3 Runden. Finde ich in Ordnung. Danach müssen wir natürlich hier auf die Bibliothek gehen. Und die Materialraffinerie. Also Bibliothek erstmal, denke ich. Da müssen wir eine Fürstereife bauen. Dann haben wir einen verfluchten Friedhof entdeckt. Der ist aber auch relativ einfach. Könnten wir uns eigentlich mal gönnen. Du kannst ein bisschen heilen erstmal. Die Frage, ob wir das überleben. Ah, hier sehen wir auch eine neue Einheit. Das Krokodil. Boah, einen dicken Kopf. Und ja, keine besonderen Fähigkeiten, um ehrlich zu sein. Aber ist auch nur eine T1-Einheit. Wenn wir den hier besiegen, ja, könnten wir ja theoretisch, hätten wir ja die Möglichkeit, hier vielleicht noch was zu buffen. Aber nö. Also, keine Ahnung, wo ich jetzt dieses Imperium-Einkommen habe. Ob das jetzt gleich bei der 10. Runde kommt oder sowas. Naja, werden wir mal sehen. Ich gucke gerade mal, ob ich jetzt irgendwas im Gebäude verpasst habe. Aber ich denke nicht, ne? Nö, hier steht nur das Geld. Das war halt die neuen Einheiten wie immer. Und Tunnel-Megalith können wir bauen. Ja, Tunnel-Megalith. Heieieiei, wenn wir das... Ja, könnten wir ja theoretisch machen. Wenn wir 5 Bevölkerung hätten. Nur, wir können die ja nicht boosten. Spannend. Also wieder irgendwelche, ich sage ja, hab's ja auch schon Patchnote gesagt, ja, und ich bin ja Meckerbert, das ist einfach so, da müsst ihr mit klarkommen, dass sie wieder so gesagt haben, okay, was gut ist, wird genervt und nicht das, was schlecht ist, wird gebufft, ne, das ist so der Klassiker. So, jetzt töte mit, oh mein, das ist doch nicht dein, ach, das ist eine Stufe 4 Einheit dabei, hab ich ja gar nicht gesehen. Gut, das war ja sehr clever von mir. Ja, weiß nicht, ob ich das tatsächlich besser machen kann. Ich glaube, das lassen wir einfach. Scheiß drauf. Ja, war jetzt mein eigener Fehler. Ich hätte gucken sollen. Gibt es trotzdem sehr gute Ressourcen und nochmal ein Eis, Frostschild. Gut, das ist jetzt nicht so wichtig. Aber gut, das hätte ich tatsächlich vorher gucken müssen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir noch eine T4-Einheit drinstehen. Wobei ich schon überlegt hatte, es war ein bisschen sehr einfach tatsächlich. Erstmal inspirierende Anführer nehmen, um halt hier die Anforderungen zu verringern oder das Geld zu verringern, was wir bezahlen müssen an unsere Truppen. Billige Truppen sind ja immer gut. Ja, und dann können wir hier mit den Einheiten einfach nur hoffen, vielleicht hier oben, hier ist ja noch was offen, vielleicht für eine zweite Stadt holen, aber das ist auch das Untergrundproblem. Das kann sein, dass wir da nichts bekommen. Also wirklich nicht irgendwas Relevantes. Unsere Armee natürlich stark geschwächt, ist aber nicht weiter wild. Dann können wir ein bisschen was durchhauen. Hier haben wir noch einen Mana-Knoten, also das ist zumindest cool geworden mittlerweile, das haben sie gut gebufft, dass man hier wirklich so viel Zeug jetzt mittlerweile kriegt. Ihr seht, wie viel wir jetzt hier freischalten können. Müssen wir natürlich auch töten können, weil das sind 600 Truppen. Das sind 500 Truppen, das sind 600 Truppen. Das wäre natürlich ideal zu kriegen. Also da müssen wir hier die 2 Knoten anschließen, oder die 2 Provinzen. Und dann könnten wir hier nämlich mit der Materialraffinerie noch mehr Forschung kriegen. Plus die 10, die wir eh schon kriegen. Nur 660 besiegen am Anfang ist halt auf schwierigem Niveau. Und wie gesagt, gerade wenn man überhaupt keine Möglichkeit hat, das jetzt irgendwie zu beschleunigen, das Ganze, ne? Weil ich weiß jetzt nicht genau, wann wir das jetzt überhaupt bekommen. Und wir können noch eine Provinz anschließen, könnten hier nochmal einen Wissensknoten machen. Ich denke aber, wir wollen jetzt auch mal einen Förster haben, um die ganze Sache zu beschleunigen. Könnten wir hier machen, ja, können wir eigentlich überall machen. Brauche ich hier noch einen Goldmine? Die Goldmine könnte ich auch da bauen. Immer einen Förster hier. Ja, das ist mir egal. Also, genau, wir müssen das Gebiet ja auch einnehmen, sonst kommt er nämlich runter. Ja, stimmt. Gut, dass ich da aus Versehen dran gedacht habe. Um es mal so zu formulieren. Denn das könnte ziemlich ärgerlich werden. Ja, jetzt müssen wir halt alles erstmal freischalten. Machen wir erstmal das Gedöns. Ich würde sagen, wir gehen mal hier oben. Wahrscheinlich ist aber auch noch eine unsichtbare Einheit bei. Dass alles 500 Stärke hat, wird das nicht auf einmal so wenig haben. Hier auch wieder 550 Stärke. Halleluja, ey. Deswegen starte ich manchmal gern auf nicht hohe Schwierigkeitsstufe, weil
jetzt erstmal einfach rundenlang nichts machen können. Ne? Das ist halt erstmal, bis ihr eine gewisse Stärke jetzt habt, wird dann nichts passieren. Nehmen wir als nächstes die Quälerin und hätten damit dann auch schon den ersten Part durch. Ihr seht, da zieht sich jetzt natürlich, wenn wir alles immer mitnehmen. Sonst hätte ich jetzt schon gesagt, ich cutte das bis jetzt weg. Aber so können wir, werden wir halt auf jeden Fall länger brauchen. Was ist das denn da? Das nehme ich noch schnell mit. Man kann sehen, was das ist. Ist das aus wie eine Brücke oder was soll das sein? Ah, ne, das ist dieser Grabhügel, ich dachte schon. Ja, okay, dann können wir hier auch keine Stadt hinbauen, wenn ich das richtig sehe. Oh, okay. Wir haben noch eine freie Stadt hier. Yay. Cool. Drei freie Städte. Das ist ja toll. Was sind das eigentlich für welche? Schnurrende Handwerk. Oh, die haben schon Nagelgestalt. Ja, das wäre natürlich cool, wenn wir die integrieren könnten, tatsächlich. Ich glaube, da machen wir doch die Integration. Wäre nicht dumm. Dann müssten wir die Stadt einnehmen und die sieht ja auch irgendwie beschissen aus, ey. Oh Mann. Ja, ich hatte es befürchtet mit der Inselmap und so. Schwierig. Und wann kriegen wir unser Einkommen? Das würde ich einfach gerne wissen. Machen wir jetzt erstmal die Bibliothek. In der nächsten Runde können wir dann danach dann die Clanhütte bauen. Wird dann verstärkt. Ja, und wir können halt jetzt eigentlich wieder irgendwelche neuen Imperiumsfähigkeiten freischalten. Aber auch da wieder keine Ahnung. Jetzt laufen wir hier schnell mal rein, damit wir auch mal hochgehen können und gucken können, was da noch abgeht auf dem Miniland, was wir haben. Und du gehst weiter nach hier vorne und guckst mal, ob wir die aufklopfen können, einfach ein bisschen Fortschritt zu bekommen. Jo. Das wäre der erste Part. Also die Map ist sehr, sehr bescheiden, um es mal so zu sagen. Weil wir können es wahrscheinlich hier im Untergrund alleine austoben, aber ja, hier oben ist halt nichts. Ne? Ich weiß halt nicht, wie viel Land hier jetzt überhaupt noch ist, wie viel Landmasse. Also hier sehen wir nochmal einen Baum. Zwei Bäume sogar. Also hier werden wahrscheinlich die beiden sich die Köpfe einschlagen. Ja, denke ich jetzt mal. Die haben recht viel Land. Hier ist auch ein bisschen... Na, also so viel Wasser scheint da jetzt auch nicht zu sein. Aber ich befürchte, die Map sieht völlig chaotisch aus. Naja, werden wir feststellen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr hattet Spaß und gebt mir gerne mal Feedback.